Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es Teil 2 meines Sub 2024 Projektes. Beim letzten Mal haben wir ja die New Adult Liebesroman Romcom Sparte abgedeckt und heute wird es in die Richtung Fantasy gehen. Ich werde Fantasy aber wie beim letzten Mal auch splitten in Taschenbücher, Paperbacks, Softcover und das nächste Video wird dann Fantasy Hardcover sein. Das muss ich leider so machen, weil es sonst wirklich den Rahmen sprengen würde. Ich habe hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bücher, die ich euch heute zeigen möchte. Und wenn ich jetzt noch die ganzen Hardcover dazu nehmen würde, dann würde das Video über eine Stunde gehen und das tue ich euch einfach nicht an, sondern mache einfach ein zweites Video draus. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch. Ich kann hier meinen Arm diesmal sogar sehr schön auf meinem Stapel ablegen. Ich greife einfach von oben runter. Es ist keine Sortierung, es ist kein Ranking, es ist gar nichts, wie lang etwas auf meinem Sub liegt. Ich habe es einfach aus dem Regal gegriffen, habe einen Stapel gemacht und der liegt jetzt neben mir. So, starten wir mit dem ersten Buch. Das da wäre Das finstere Erbe von Lioness, von der lieben Sandra. Ich durfte mit ein paar ganz lieben Bookstagrammern zusammen eine Blogtour zum Release von Band 2 machen. Den ersten habe ich schon so gerne gelesen und ich habe tatsächlich auch angefangen, den hier zu lesen, aber dann kam privat ein bisschen was dazwischen und ich, ja, war irgendwie komplett wieder raus und habe dann gesagt, ich werde es dann irgendwann nochmal in Ruhe ganz von vorne beginnen. Ich hatte auch erst die ersten 50, 60 Seiten gelesen. Ja, aber ich habe die Blogtour sehr, sehr gerne gemacht und ich freue mich tatsächlich auch schon darauf, den zweiten Band hier zu lesen. Lioness kann endlich aufatmen, seit Sarah und ihre Gefährten die Insel vor dem Untergang bewahrt haben. Inmitten all der Veränderungen kämpft Sarah allerdings noch mit ihren schwerwiegenden Verpflichtungen und wächst mit Hilfe von Kerr und deren gemeinsamen Zeitreisen langsam in ihre neue Rolle hinein. Derweil braucht sich jedoch etwas völlig anderes über ihnen zusammen. Die lang verschollen geglaubten Drachen tauchen auf und nun droht Lioness eine weitaus größere und extrem heimtückisch getarnte Gefahr, als Sarah und ihre Freunde sich jemals vorstellen könnten. Ein Krieg steht bevor und auch Kerr birgt ein folgenschweres Geheimnis. Das nächste Buch habe ich euch auch gerade erst in einem der letzten Videos gezeigt. Die Chroniken des Magnus Bane. Ich liebe die Schattenjäger, ich liebe Magnus und ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum dieses Buch immer noch hier liegt. Normalerweise zieht etwas von Cassandra Clare hier ein, gerade wenn es die Schattenjäger betrifft, und wird sofort weggesuchtet. Ich sollte vielleicht mal Tatjana fragen, ob sie es auch mit mir lesen möchte, weil wir so eine Schattenjäger-Connection haben. Ja, aber vielleicht können wir uns da dann gegenseitig ein bisschen motivieren. Der schillernde oberste Hexenmeister von Brooklyn hat ein ereignisreiches Leben hinter sich. Sei es die französische Revolution in Paris, der Börsencrash von New York oder das frühe London, Magnus war immer dabei und hatte seine funkensprühenden Finger im Spiel. Keine Frage, dass es dabei auch manchmal riskant wird für den vorlauten und lebenslustigen Draufgänger. Wenn man ewig lebt, muss man sich schließlich die Zeit vertreiben. Da kommt eine kleine Romanze dann und wann gerade recht. Und wenn eine Situation doch mal zu heiß wird, gibt es ja immer noch den alles verhüllenden Zauberglanz. Auch die Krähen liegen immer noch ungelesen auf meinem Sub. Und ich finde es sehr schade, weil ich so viele Freundinnen habe, die das Buch so ultra hypen oder die ganze Reihe. Und ja, ich habe es mir auf die 24/24 Liste geschrieben, damit es in meinem nächsten Subvideo von 2025 auch nicht mehr auftauchen wird. Ein Dieb mit der Begabung, aus jeder Falle zu entkommen. Eine Spionin, die nur das Phantom genannt wird. Ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache. Eine Magierin, die ihre Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben. Ein Scharfschütze, der keine Wette widerstehen kann. Ein Ausreiser aus gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff. Höchst unterschiedliche Motive treiben die 6 Außenseiter an, die einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt befreien sollen. Cass Brecker, Meisterdieb und Mastermind, ist nicht der Einzige, der Geheimnisse vor den anderen verbirgt. Und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem Auftrag, als die 6 Krähen ahnen können. Auf meiner 23/23 Liste hatte ich den ersten Band der Reihe, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und Band 2 liegt ungelesen hier.
Ich wollte es eigentlich direkt im Januar lesen, weil dann der erste Band noch relativ frisch in meinem Kopf war. Den habe ich, glaube ich, im November gelesen, aber habe es dann doch irgendwie nicht getan. Und zwar ist das der zweite Band von Cards of Love. Und ich habe auch diese lustige Fehldruckausgabe, wo hier vorne der Zauber der Welt steht, so wie das Buch auch im Untertitel heißt. Aber hier steht noch die Rettung der Welt. Das sollte nämlich eigentlich der Untertitel werden, aber wurde es dann doch nicht. Und ja, eine gewisse Anzahl von Büchern wurde eben falsch gedruckt und eins davon halte ich in den Händen. Glaubst du an die Macht der Liebe? Irgendwas fühlt sich anders an. Warum kann Giulietta Venedig nicht mehr verlassen? Langsam dämmert es ihr. Sie wurde verraten. Und das ausgerechnet von dem Menschen, dem sie am meisten vertraut hat. Niemals hätte sie gedacht, dass Malvolio fähig wäre, sie so zu hintergehen. Giulietta muss sich neue Verbündete suchen, denn es steht mehr als ihr Herz auf dem Spiel, ihr Leben und das der Venezianer. In meinem Rainbow-Video habe ich euch das Buch schon gezeigt und ja, seitdem habe ich es auch noch nicht angefangen zu lesen, deshalb liegt es natürlich immer noch auf meinem Sub, das Zeitalter der Helden, Band 1, Erwachen. Ich habe es ja auf Anraten von einem Kumpel gekauft und ja, habe es seither immer noch nicht gelesen. Es ist halt sehr High-Fantasy-lastig und irgendwie zieht es mich da momentan gar nicht mal so hin. Ich mag es momentan eher so in die Romantasy-Richtung. Aber ich denke, spätestens wenn der Herbst kommt und ich wieder so mich auf die düstere Jahreszeit einstimmen will, werde ich doch nochmal zu High-Fantasy greifen. Ringil Eskiat ist ein Held, oder er war es zumindest. Jetzt schwingt er sein Schwert nur noch gegen Geld und langweilt sich zu Tode. Als ihn ein Auftrag zurück in seine Heimatstadt Trelane ruft, muss Ringil sich nicht nur mit den Schatten seiner Vergangenheit auseinandersetzen, sondern auch mit einem neuen Feind, einem Wesen, von dem man in alten Mythen nur gemunkelt hat. Aber noch hat Ringil sein Schwert. Auch meine zwei Bücher, die ich auf der Buchmesse gekauft habe, liegen noch immer auf dem Stapel der ungelesenen Bücher. Eins davon möchte ich ja mit Nenia lesen und das wäre Fighting Fate. Da muss ich sie nur noch mal drauf anhauen, weil wir es uns auch zusammen gekauft hatten. Und ich mag ja Geschichten über griechische Götter sehr, sehr gerne. Und ich hoffe einfach, dass sie noch dran gedacht hat und es noch nicht alleine gestartet hat. Ja, und das zweite wollte ich mit Nella zusammenlesen. Und die hat es nämlich schon gestartet und hat es auch schon beendet, schon vor längerem. Und demnach, ja, muss ich jetzt mal gucken, wie ich diese beiden Bücher hier von meinem Stapel befreie. Ich würde euch jetzt den Klappentext erst zu Fighting Fate vorlesen und dann zu Flower and Bones. Er ist der Prinz des Hades, sie sein Bodyguard, zwei Fremde, die das Schicksal zusammenführt hat. Taro fristet ein trostloses Dasein. Seit Jahrhunderten darf er sein Apartment in New York nicht verlassen, die Strafe für ein unverzeihliches Verbrechen. Die Erinnyen warten nur darauf, ihn in Stücke zu reißen, sollte er einen Fehler machen. Das zufällige Zusammentreffen mit Ryu ändert alles. Taro stellt fest, dass er an ihrer Seite für die Erinyen unsichtbar ist. So heuert er sie an, ihn zu beschützen. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach Pandora, die Taros Fluch als einzige aufheben kann. Doch nichts kann Ryu und Taro auf das vorbereiten, was sie über sich selbst erfahren werden und übereinander. Jetzt kommen wir zu Flower and Bones. Am Tag der Toten erwacht die Magie zum Leben. Valentina hütet ein Geheimnis. Sie ist La Catrina, jene legendäre Figur, die zum Sinnbild für den mexikanischen Tag der Toten geworden ist. Damit ist es ihr bestimmt, verlorene Seelen ins Reich der Toten zu führen. Doch Valentina muss aufpassen, nicht zur Zielscheibe zu werden. Denn seit die Menschen von der Existenz übernatürlicher Wesen wissen, machen einige von ihnen unerbittlich Jagd auf sie. Valentina vertraut sich ausgerechnet der Hexe Lilly an, nichts ahnend, dass diese ihre eigenen Pläne verfolgt. Eine schicksalhafte Entscheidung. Das nächste Buch liegt leider auch schon eine ganze Weile hier. Und zwar ist das Wächter der Runen Band 3, wenn ich das jetzt richtig weiß. Muss mal kurz gucken. Ja, das ist der finale Band der Wächter der Runenreihe. Und damit ist auch schon erklärt, warum es noch hier liegt. Es ist der finale Band. Und ich habe Band 1 und 2 weder im Regal noch gelesen. Demnach muss ich eben warten, bis ich das denn nachholen kann, bis dieser hier dann eben auch von meinem Sub verschwindet. Aber momentan möchte ich ja nicht so viele neue offene Reihen haben. Demnach ist meine Intention erstmal andere abbauen, bevor ich schon wieder was Neues starte. Und das hier ist eben auch sehr High-Fantasy-lastig und aktuell nicht so 100% mein
Beuteschema. Ravania scheint in einer Endlosschleife verloren zu sein. Schmerz, Angst und Verlust sind ihre ständigen Begleiter. Glaubt sie in einem Moment, sie wäre dem Schicksal entkommen, schlägt es im nächsten umso gnadenloser zu. Als Gefangene des Imperiums bleibt ihr nichts anderes übrig, als in der Festung des Herrschers darauf zu warten, dass ihr Leben wenigstens ein schnelles Ende findet. Doch innerhalb des Palastes sind nicht alle dem Imperator treu ergeben. Womöglich gibt es doch noch Hoffnung. Oder aber es ist ein letzter grausamer Scherz einer höheren Macht, ehe Rafe vollends zerbricht. Auch das nächste Buch liegt schon eine Weile hier. Ich habe damals das Blogger-Paket dazu bekommen. Und ich weiß nicht, warum ich es bekommen habe, weil ich es nicht angefragt hatte. Demnach hatte ich das Buch auch nicht in meine Leseliste oder in meine Timeline mit eingefügt. Und es ist direkt ins Regal gewandert und aus den Augen, aus dem Sinn. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Und seitdem liegt es hier rum. Es ist von... Lass mich lügen... 2023, also so lange liegt es jetzt auch noch nicht hier, aber ich glaube, es war eher so Anfang 23, würde ich jetzt mal behaupten. Mittlerweile ist nämlich auch schon der zweite Band erschienen und vielleicht werde ich die Reihe dann irgendwann mal in einem Rutsch lesen. In der Dunkelheit erwacht deine Phönixmagie. Einst opferte sich der letzte Phönix, um die Menschen vor einem übermächtigen Feind zu beschützen. So besagt es die Legende. Noch heute tragen auserwählte Menschen Phönixkräfte in sich. Doch nichts... Nicht immer wissen sie von ihrem Erbe. Als Eden eines Nachts in den Straßen San Franciscos von düsteren Gestalten angegriffen und von vier Fremden mit Waffen aus Licht gerettet wird, erfährt sie die Wahrheit. Sie ist eine Phönixkriegerin und selbst dazu bestimmt, gegen jene dunklen Feinde zu kämpfen. Doch wieso zeigt sich bei ihr keine Lichtgabe? Kann sie den Phönixkriegern wirklich vertrauen? Und was verbirgt der unnahbare Krieger Kane, dessen Blicke Eden unter die Haut gehen? Das nächste Buch war, glaube ich, mal ein Geschenk von Nenya. Ich habe es aber tatsächlich immer noch nicht gelesen. Und zwar ist das Ash Princess. Ich hatte es tatsächlich auch auf meiner Wunschliste. Also ich schicke ja immer meine Wunschliste für Weihnachten und Geburtstag und Co. Und sie sucht dann einfach was aus. Ist die einfachste Möglichkeit, jemandem was zu schenken, das er oder sie noch nicht hat. Aktuell schicke ich ihr dann meistens meine Rido-Liste, weil die doch aktueller gehalten wird als meine Amazon-Liste, ist tatsächlich so. Ja, es ist der Reihenauftakt der Reihe. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Bände die Reihe hat. 2 oder 3 auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich gesehen, dass sie es auch auf ihrer Wunschliste hat. Vielleicht könnte ich sie da auch mal animieren, es sich zu kaufen und dann könnte man es zusammenlesen. Sie kommt aus der Asche und greift nach den Sternen. Die Ash Princess Theodosia ist ein Symbol der Schande für Erfolg. Auf ewig zu einem Leben in Asche und Dunkelheit verdammt, fristet sie ihr Dasein als Gefangene am Hof des Kaisers, der einst ihre Mutter vom Thron gestoßen hat. Doch Theo hat einen eisernen Willen und sie hat einen geheimen Plan. Sie wird die Krone ihrer Mutter zurückerobern, koste es, was es wolle. Dieses Ziel kann sie jedoch nur erreichen, wenn es ihr gelingt, die Macht ihres Erzfeindes, des Kaisers, zu untergraben. Und dessen Achillesferse ist sein Sohn. Doch womit Theo nicht gerechnet hat, sind ihre Gefühle für den Prinzen. Auch Court of Moon liegt immer noch ungelesen auf meinem Sub. Ich mochte den ersten Band unheimlich gerne. Er hat mich auch sehr an Akutar erinnert, nicht nur mit den Fae, sondern auch mit diesem, wer ist jetzt der Gute, wer ist jetzt der Böse und... Selbst nach dem ersten Band weiß ich es immer noch nicht, auf welcher Seite ich stehen soll. Also ja, es ist sehr, sehr verwirrend, aber auch sehr, sehr wundervoll. Ich mag die Reihe unheimlich gern. Ich werde das Buch aber auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen, weil ich nämlich damit auch eine offene Reihe beenden kann. Und das ist ja so ein kleines Unterziel, so eine kleine Challenge von mir. Neben meiner Hauptchallenge von, ich glaube, diesmal habe ich gesagt 150 Büchern. Mal schauen, was ich am Ende des Jahres dazu sage. Alles, was Free zu wissen glaubte, hat sich in Schatten und Dunkelheit verloren. Sie ist zutiefst verletzt von Sebastians Verrat und wild entschlossen, ihre Stärke in sich selbst zu finden. Doch während am Hof des Mondes ein Bürgerkrieg tobt, weiß Free weniger denn je, auf welche Seite sie steht. Denn auch Finn hat ihr Vertrauen missbraucht. Nur eines wird immer deutlicher. Vor einer Prophezeiung kann man nicht davonlaufen. Free muss sich ihr stellen, denn es ist nicht nur ihr eigenes Schicksal, das sie in Händen hält. Das nächste Buch hatte ich euch, glaube ich, auch schon ein paar Mal bei meinem What I Read Next gezeigt, weil es eben schon super lange hier liegt und ich glaube auch in meinen Subleichen-Videos. Ich spreche von Die Last der Krone von Christine Thomas. Ich habe das Buch damals bei ihr selbst bestellt. Ich wollte es unbedingt haben
Ihr könnt es erahnen, weil ein Fuchs drauf ist. Ich liebe ja alles, was mit Füchsen zu tun hat. Und weil ich die Aufmachung einfach so schön finde. Also sie hat es auch signiert. Sie hat halt als Self-Publisherin die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben. Und das hat sie auch sehr, sehr schön getan. Ich glaube, das Buch zu lesen macht nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von der Optik her sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ihnen sind Lügen wichtiger als Wahrheiten, Glanz statt Staub und Macht anstelle von Liebe. Der 17-jährige Etienne ist Thronerbe von Fuchsfels, dem größten Königreich des Nordens. Seit er denken kann, wird er auf Wortgefechte und Feldzüge vorbereitet, aber nicht auf die Schlacht, die er mit sich selbst führt. Der junge Prinz hegt Gefühle für den Bediensteten Noel und seiner königlichen Pflicht, einen Erben zu zeugen, im Weg stehen. Deshalb fordert sein Vater, dass Etienne der Liebe entsagt. Aber wie verschließt man sein Herz, wenn man es längst verschenkt hat? Und last but not least kommen wir zu einem Buch, das ich von der lieben Maren zu Weihnachten, ich glaube 2022 schon, ja, ich glaube es war Weihnachten 2022, hat sie mir das Buch geschenkt, Wie der Falke fliegt von Maggie Stiefvater. Es handelt sich hier ja um das Spin-off zur Raven Boys Reihe, die ich zusammen mit Maren und Ivy gelesen habe. Wir waren jetzt alle nicht so ultra begeistert von der Reihe. Gerade die Auflösung fanden wir alle so ein bisschen, Aber es gab einen Charakter, der uns alle drei fasziniert hat, und das war Ronan. Und um den geht es nämlich hier auch in dem Spin-off. Und irgendwie hatte sie so die Idee, wenn sie Ivy und mir das Buch zu Weihnachten schenkt, könnten wir es ja als Buddy-Read lesen. Ja, ein Jahr später haben wir es immer noch nicht getan. Ich muss sie mal fragen, ob wir das denn vielleicht dann mal noch machen sollen. Aber Ivy meinte, glaube ich, letztens, sie möchte, also dass Maren die Reihe in einem Rutsch lesen möchte. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob da alle Bände bereits erschienen sind. Ich glaube nämlich nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich werde euch auf jeden Fall jetzt verraten, um was es in Band 1 geht. Die Träumer wandeln unter uns und die Geträumten auch. Ronan Lynch ist ein Träumer. Er kann Wunderbares, aber auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie ihrem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farouk Lane ist eine Jägerin, die Träumer verfolgt, denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können und den Schrecken, den die Träumer verursachen. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird. Ihr Lieben, das waren alle Fantasy-Bücher im Taschenbuch, Paperback oder Softcover-Format, die auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher liegen. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins davon schon gelesen habt, ob ihr mir eins davon ans Herz legen würdet. Ich werde sie euch wie immer unten in die Infobox packen. Ich habe gesehen, dass ein paar davon auch auf Nextory als Hörbuch verfügbar sind. Vielleicht könnte ich das Ganze dann damit vielleicht verbinden. Mal gucken. Ich höre meine Hörbücher ja immer über Nextory und da gibt es in der Infobox auch einen Link, wenn ihr da mal 30 Tage kostenlos reinschnuppern wollt. Ich bin da ein sehr, sehr großer Fan von und kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!